Das ist Folge 233 mit den Gründern von Coachy, Lisa, Evoulet und Dennis Spohr. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser bist. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Wissen im Unternehmen halten. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie du dich vor Wissensverlust schützt. Zweitens, wie Technologie dich dabei unterstützt. Und drittens, wieso es auf den Austausch ankommt. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gerne mit deinen Freunden. Der Link ist raikhane.de/233. Verlinke Lisa, Dennis und mich auf den entsprechenden Portalen und lass uns wissen, wie du über die Folge denkst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist upspeak.de. Upspeak gibt dir als Hörer die Chance, direkt mit deinem Mentor in Kontakt zu treten. Hattest du schon immer mal den Wunsch, mir eine Frage zu einer Folge direkt per Sprachnachricht zu schicken? Oder wolltest du andere und die besten Mentoren Deutschlands direkt in einer Fragerunde ansprechen? Upspeak.de macht genau das möglich. Eine kostenlose App, die dir Zugriff auf die schlauesten Mentoren Deutschlands gibt. Stell dir deine Elite zusammen und entwickle dich ganz einfach weiter. Einfach die App unter upspeak.de runterladen und gleich beginnen. Willkommen Lisa und Dennis, seid ihr ready für die heutige Trainingseinheit? Na klar. Ja, danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ja, das ist auf jeden Fall spannend, hier mal ein Pärchen auch wieder im Interview zu haben. Deswegen erzählt uns doch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über euch wissen sollten? Also zum einen beruflich, wir sind die Gründer hinter Coachy. Coachy ist eine Plattform, wo man sehr, sehr einfach eine eigene Online-Schule oder einen eigenen Trainingsbereich erstellen kann. Genau, und gleichzeitig bin ich auch als Mindfulness-Coach tätig für Stressmanagement, aber darum geht es eigentlich heute auch gar nicht. Und aus der Vergangenheit, also wie wir überhaupt dazu kamen, dass wir Coachy gegründet haben, ist, dass zum einen Dennis Webentwickler ist. Und ich bin eben früher in der Retuschebranche tätig gewesen und habe da auch natürlich dann Videokurse erstellt. Also ich wollte meinen Kunden das Wissen auch weitergeben, wie man die Bilder bearbeiten kann. Und habe dann eben einfach nach einer Lösung gesucht, wie ich das Ganze denn auch wirklich online super easy vermitteln kann. Und dass sich Leute wirklich direkt darüber einloggen können, über einen Bereich, der geschützt ist. Und dann, damit ich eben mein Wissen perfekt weitergeben kann. Und das vor allen Dingen ortsunabhängig. Genau, vielleicht ein privater Insight noch. Ja, wir sind ein junges Paar, 10 Jahre zusammen und sind vor 5 Jahren nach Malta ausgewandert und machen das quasi alles, ja, quasi von unterwegs, vom Ausland aus. Sehr, sehr cool. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend, weil ihr lebt ja quasi den perfekten Traum in den tollen sommerlichen Bedingungen, trotzdem laufendes Unternehmen, volle Möglichkeit, sich die Zeit frei einzuteilen. Deswegen holt uns doch nochmal ein bisschen ab. Was genau ist denn Coachy? Wie kann ein Unternehmer das nutzen? Genau, also Coachy ist eine ursprünglich eigentlich entstanden, hauptsächlich für Trainer und Coaches, weil ich ja auch aus dem Bereich komme, damit sie einfach super easy ihre Online-Schule bauen können, also wirklich ihr Wissen online vermitteln können an ihre Kunden. Und inzwischen nutzen das aber eben auch sehr, sehr viele Unternehmer, um wirklich zum Beispiel ihre Kunden und ihre Mitarbeiter zu schulen. Das heißt, das ist einfach ein geschützter Bereich, so kann man sich das quasi vorstellen, wo man seine eigenen Trainings oder auch Schulungen, Seminare und so weiter hochladen kann. Das heißt, ich kann eben jetzt zum Beispiel was aufnehmen, sei es jetzt zum Beispiel als Mitarbeiter und ich möchte meine neuen Mitarbeiter dann eben super easy einschulen, wenn sie dann in das Unternehmen kommen, damit ich einfach verdammt viel Zeit spare und nicht alles manuell erklären muss, jedes Mal aufs Neue, um viel Zeit zu sparen. Ich kann das aber auch zum Beispiel nutzen für Sicherheitsschulungen und so weiter. Wirklich, damit das Ganze viel Zeit spart, eben auch ortsunabhängig ist und wirklich das Unternehmen wirklich super davon profitiert, einfach durch die ganze Zeit und auch Geldersparnis. Das heißt, es ist ein ganz, ganz einfacher Bereich, den man ja eigentlich mit einem Klick wirklich erstellen kann über unsere Plattform. Und dann kann man da seine Videos oder eben auch andere Dokumente hochladen. Sehr, sehr cool. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. Es sieht wirklich knuffig aus. Also es ist sehr, sehr cool vom Look and Feel. Und es ist tatsächlich super, super einfach. Also das kann ich wirklich nur bestätigen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich muss euch unbedingt dabei haben. Und der Erfolg gibt euch recht. Ja, also ihr seid ja wirklich explodiert, seid extrem gewachsen, habt jetzt viele, viele tolle Kunden in allen Bereichen der Republik und auch darüber hinaus.
Doch das war ja nicht immer alles so schön. Könnt ihr uns vielleicht nochmal kurz abholen, was war dann so eure berufliche Weltmeisterschaft, die größte Herausforderung und wie habt ihr diese überwunden? Für mich war es das wirklich, dass ich vor 2 Jahren noch angestellt war als Webentwickler und da einfach gemerkt habe, erstens ist das nicht wirklich meins, weil ich einfach was Eigenes machen will. Und zweitens einfach, ich bin jemand, der immer wieder das Neues braucht. Und als Angestellter war es halt so, dass ich irgendwann immer das Gleiche gemacht habe, über Jahre hinweg. Und das war einfach für mich eine Herausforderung, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwie was Eigenes schaffen, ich möchte irgendwie unabhängig auch werden. Und daraus ist dann im Endeffekt auch Coachy entstanden. Und das gerade dieser Switch war sehr, sehr interessant, weil ich einfach vorher relativ unmotiviert war. Und als ich dann angefangen habe, also einmal den Job zu canceln, zu abzubrechen und dann auch mein eigenes Ding zu starten, ich einfach gemerkt habe, dass da einfach eine ganz, ganz andere Motivation dahinter steckt, wenn man wirklich sein eigenes Ding macht und da voll dahinter steht. Ja. Genau, also und für mich war es wirklich so, ich habe ja als Retoucheurin gearbeitet, wie schon erwähnt, also als Bildbearbeiterin. Ich habe extrem viel gearbeitet. Ich hatte auch, ja, nach außen sah das Ganze super aus. Ich hatte wirklich Erfolg. Ich habe international gearbeitet, nicht nur als Retoucheurin, sondern eben auch als Trainerin. Habe Veröffentlichungen gehabt in großen Magazinen wie Elle, Glamour und so weiter. Aber innerlich hat mich das Ganze richtig einfach fertig gemacht, weil ich nicht wirklich auf mich geachtet habe. Ich habe im Prinzip einfach viel zu viel gearbeitet, anstatt mir auch mal Pausen zu gönnen. Und habe wirklich extrem geguckt, okay, wow, krass, das sieht nach außen dann super aus. Ich habe Referenzen gesammelt und so weiter, bis dann das Ganze irgendwann einfach für mich nicht mehr so weiterging, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin gesundheitlich einfach fertig. Und zum anderen eben auch gemerkt habe, okay, das Ganze ist nicht so wirklich meine Leidenschaft. Und dann habe ich mir ein halbes Jahr Auszeit genommen, habe sehr, sehr viel eigentlich innere Arbeit gemacht, habe auch angefangen, Yoga zu machen, mehr auf meine Gesundheit zu achten. Und dadurch ist dann im Prinzip auch der Wandel gekommen, zum einen zu Coachy und zum anderen zu dem, was ich heute als Coach mache. Also wenn hier jemand dabei ist, ich möchte auf jeden Fall den Tipp dazu geben, wirklich extrem auf seine Gesundheit zu achten und wirklich die Gesundheit und wirklich das private Glück ist eigentlich wirklich das, was am wichtigsten ist. Und wenn das dann perfekt passt, dann hat man eigentlich auch automatisch sogar im Beruflichen mehr Erfolg. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der euch auch ein Stück weit eint, also die Höhen und Tiefen der Arbeit einfach zu durchleben, auch an seine Grenzen kommen, auch zu merken, was das gesundheitlich bedeutet, aber dann daraus auch die Kraft zu schöpfen, zu sagen, okay, so geht es nicht weiter, den Mut aufzubringen, etwas anderes zu machen und dann die Energie darin freizusetzen, etwas Neues entstehen zu lassen. Also das ist wirklich grandios und natürlich auch etwas, was man als Unternehmer braucht. Ja, einfach manchmal auch diesen Schmerz, der ihn dann dazu befähigt, das überdurchschnittliche auch zu leisten. Und jetzt stelle ich mir gerade so den ein oder anderen Unternehmer vor, der sagt, Mensch, so Wissenstransfer, das finde ich total super. Ja, ich kann das in der Außenkommunikation benutzen, gegenüber meinen Kunden, denen Wissen weiterzugeben. Ich kann das in der internen Kommunikation benutzen, wie bei doofen Themen wie Sicherheitsunterweisung oder sowas. Oder auch vielleicht bei spannenden Sachen, wenn ich irgendwie mal ein neues Vertriebsthema habe. Habt ihr da vielleicht nochmal so ein paar Beispiele, so ein paar Punkte, wie leicht das ist, mit Coachy entsprechend das Wissen zu transferieren? Es ist sehr einfach, weil im Prinzip muss man nur einmal die Videos aufnehmen, ja, wo man die Sachen erklärt, lädt die einmal hoch und dann kann man die halt endlos oft zur Verfügung stellen. Wir haben zum Beispiel ein Beispiel, wir haben bei uns ein Fitnesscenter und die tun zum Beispiel ihre Mitarbeiter ausbilden in der Telefonakquise. Das heißt, sobald die einen neuen Mitarbeiter haben im Fitnesscenter, kriegen die Zugang zu diesem Kurs, können sich den angucken und wissen dann im Prinzip schon, wie sie dann oder welche Vorgaben sie haben, um am Telefon Telefonakquise zu machen. Und jetzt stelle ich mir das gerade so ein bisschen vor, jetzt sagt man, ja, einfach nur Videos, da kann ich ja auch einfach ein YouTube-Video aufnehmen, gibt es ja auch einen geschlossenen Bereich. Was genau macht ihr dort anders? Könnt ihr da vielleicht das dem einen oder anderen, der euch jetzt noch nicht kennt, nochmal ein bisschen begreifbarer machen? Wo ist der große Mehrwert bei Coachy? Also zum einen, bei YouTube ist das Ganze natürlich so, dass man keine, zum Beispiel zum einen erstmal überhaupt keine Schulungszugänge quasi hat. Das heißt, die Mitarbeiter, die würden dann vielleicht einfach nur den sicheren YouTube-Link bekommen. Aber dann hat man zum einen natürlich keine Statistiken, keine Auswertungsmöglichkeiten, zu gucken, okay, haben sich das wirklich meine Mitarbeiter auch alle angeschaut? Und auch dann die Sache, man kann eben zum Beispiel bei Coachy auch inzwischen Prüfungen mit einbauen. Und das ist ja natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, gerade wenn es zum Beispiel um diese Sicherheitsschulung geht, weil man dann ja auch die Prüfung machen muss, damit wirklich bestätigt ist, okay, der Mitarbeiter hat sich das angeguckt, der hat das verstanden.
Das sind so zum Beispiel die Sachen und wie gesagt, es ist wirklich ein geschützter Bereich, es ist auch super, super easy bedienbar und das Coole ist auch vor allen Dingen, wenn es irgendein Update gibt, ich kann einfach hingehen und gehe in den Mitgliederbereich rein und ich tausche das Video einfach aus, der Link bleibt aber der gleiche, sodass ich das nicht wieder komplett an meine Mitarbeiter überall verschicken muss. Bei YouTube wäre das Blöde natürlich, dass dann der Link sich auch ändern würde, sobald ich das Video ändere. Das sind so ein paar der Sachen, die Vorteile sind, aber es gibt im Prinzip mega viele Vorteile, aber das waren jetzt so erstmal ein paar zusammengefasst. Und um nochmal den Unterschied zu sagen zu YouTube, im Endeffekt, sagen wir mal, man hat 10 Videos, man bräuchte ja dann 10 Links, ja, die irgendwo dann rumgeschickt werden, sage ich mal. Und bei dem Mitgliederbereich, bei dem geschützten Bereich, hat man halt einen Link, wo alle Inhalte sind. Das heißt, wenn sich da auch was ändert oder neue Sachen da hinzukommen, dann hat man immer nur diesen einen Link, diesen einen Bereich und sieht da dann die neuen Sachen drin. Verstanden. Und jetzt stelle ich mir gerade so den einen oder anderen Unternehmer vor, der sagt, boah, jetzt habe ich irgendwie Bock auf das Thema, jetzt würde ich das gerne umsetzen. Was ist denn so eure Empfehlung? Also wie kann ich denn den ersten Aufschlag bei euch machen? Was sollte ich als erstes tun? Genau, also als allererstes eigentlich einfach nur auf unsere Website gehen und dann kann man sich dort auch schon registrieren. Das geht auch wirklich super einfach und wir haben es wirklich so bewusst so einfach gehalten, dass es eigentlich im Prinzip jeder verstehen kann. Also es gibt auch sogar Leute, die sagen, okay, wow, das ist so einfach, so easy und so schnell, das würde sogar meine Oma verstehen. Und wir haben auch wirklich komplett eine komplett unterschiedliche Range vom Alter her, von 20-Jährigen bis 50, 60, 70-Jährigen. Wir haben sogar einen, der ist wirklich schon im Alter von 80 und der benutzt Coachy. Das heißt, man wird eigentlich komplett durchgeführt einmal. Man kann dann aussuchen, was man für eine Domain benutzen will, also was für eine Internetadresse man benutzen will. Und dann kann man auch schon anfangen, seine Inhalte hochzuladen. Und im Prinzip war das dann eigentlich schon. Also das ist wirklich super easy und wie gesagt, das kann eigentlich im Prinzip jeder verstehen. Wichtig ist eigentlich, wenn man das direkt umsetzen möchte, dass man vielleicht schon ein paar Videos vorher aufnimmt. Das Schöne ist aber eben, dass man auch im Nachhinein immer wieder neue Videos hinzufügen kann, wenn man nicht direkt alle zur Verfügung hat. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, aber die Videos, wie funktioniert das Ganze denn überhaupt? Es gibt natürlich zum einen die Möglichkeit, wenn man eh schon vielleicht eine Schulung geplant hat, dass man dann das Ganze einfach aufzeichnet und dann Stück für Stück zum Beispiel im Bereich hochlädt. Oder eben man setzt sich einfach wirklich einmal hin, man nimmt einen Mitarbeiter, der das einmalig aufzeichnet. Und das kann wirklich ganz einfach sein. Man nimmt das Handy raus, man nimmt das Video auf und man ist schon fertig. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal drei Schritte zusammenfasse, als erstes muss ich mir natürlich im Klaren darüber sein, was genau sind die Inhalte, die ich entsprechend dort an meine Mitarbeiter weitertragen möchte oder halt auch nach außen. Zweiter Punkt ist, dass ich mich einmal durch den Mitgliederbereich durchführen lasse und dann muss ich ja nichts anderes machen, als die Inhalte beispielsweise mit einem mobilen Gerät aufzunehmen und kann damit ja gleich loslegen. Also das ist wirklich super simpel. Grandios, ihr Lieben. Wir sind schon auf der Zielgeraden, deswegen lasst uns das Interview mit eurem Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community beenden. Den besten Weg, mit dem wir mit euch in Kontakt treten können. Und dann verabschieden wir uns. Alles klar, super. Ja, also auf einmal die erste Anlaufstelle ist auf jeden Fall unsere Webseite, also www.coachy.net. Dann haben wir noch eine Facebook-Seite. Wir haben auch, ganz wichtig, also wenn ihr dann zu Coachy kommt, wir haben auch eine interne Facebook-Gruppe, wo einfach nochmal gegenseitig geholfen wird. Also wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann kann man die Frage gerne da reinschreiben und dann wird da auch, ja, helfen sich alle gegenseitig weiter. Und dann sind wir noch auf Instagram. Genau. Aber so wirklich so, am besten erreicht ihr uns über die Website. Unser Support ist auch super fix. Und ansonsten sind wir auch auf YouTube zu finden. Da gibt es auch einige Videos, wenn man sich vielleicht vorher schon mal ein bisschen was ansehen möchte, ein bisschen rumgucken möchte. Aber wirklich so die ideale Anlaufstelle ist wirklich die Website. Da findet ihr uns am einfachsten. Okay, perfekt. Kommt natürlich auch alles in die Show Notes, damit ihr das dort nochmal nachlesen könnt. Lisa und Dennis, vielen, vielen Dank, dass ihr eure Zeit und eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit euch. Super, vielen Dank dir auch. Vielen Dank auch von mir. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de/233. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei jetzt ein Held für jemanden und teile diese Folge. Als erstes den Podcast unter reikane.de/podcast abonnieren. Dann kannst du mehr von mir über Facebook oder Instagram erfahren. Und natürlich ist es dort auch ganz leicht, diese Folge mit deinen Freunden zu teilen. Und wenn die Folge dich wirklich begeistert hat, schreib mir gerne eine Rezension bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.